Hey Leute, willkommen zum vorerst letzten Part meiner Technik-Serie zur Thief-Serie. Heute beschäftigen wir uns damit, wie man die gegebenenfalls vorhandenen englischen Versionen von Thief 1 und 2 in Deutsch umwandeln kann. Dazu brauchen wir eine Internetseite, die sich schote.biz nennt. Auf dieser Seite kann man allerhand Sprachdateien, deutsche Sprachdateien zu allerhand Spielen downloaden. Jetzt kommen vielleicht einige und sagen, oh, ist das nicht illegal? Nein, es ist nicht illegal, denn wir können hier nicht die Spiele downloaden. Man muss sich immer noch das Spiel kaufen, man muss immer noch das Spiel besitzen, welche Sprachweise noch immer, sonst bringen einen die Sprachdateien ja nichts. Also, diese Seite ist ganz wichtig, schot.biz. Hier klicken wir auf Sprachdateien und suchen uns mal den Reiter mit T. T wie Thief. Und schauen wir mal, und da haben wir hier schon. Nein, ich will es nur sichtbar machen für euch. Ja, ihr seht das wahrscheinlich eh schon. Wir haben hier einmal Thief, The Metal Age, Thief Gold und Thief, The Complete Collection. The Complete Collection ist das, was ich habe. Das ist so eine Version, die vor einiger Zeit erschienen ist, wo alle drei Spiele auf einer DVD sind. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Theoretisch, wenn wir jetzt über Thief 2 reden, in unserem Beispiel, könnte man jetzt sich Thief 2, The Metal Age angucken oder Thief, The Complete Collection. Nur ich habe schon mal durchgetestet und Thief 2, The Metal Age, was da angeboten wird, da kann man das letzte Paket nicht runterladen, was man braucht und ohne das geht gar nichts. Und da habe ich Thief, The Complete Collection getestet und das funzt wunderbar. Das habe ich auch damals bei mir benutzt. Da klickt ihr hier drauf und merkt euch schon mal für später hier das Passwort. Das heißt dann genau wie die Seite, schote.biz. Und ja, was machen wir hier? Können wir die Sprachdateien downloaden? Und hier steht es schon. Für alle Spiele der Collection, deutsche Texte, Untertitel, Menüs, Videos, Stimmen und Sprachausgabe. Und da haben wir hier einen Anbieter von Share Online. Da klickt ihr drauf und jetzt wird's lustig. Nämlich mit Captures. Wer mal im Internet hier und da mal irgendwo was runterlädt von solchen Seiten, der kennt das Problem mit Captures. Wenn ihr das nicht lesen könnt, was da steht, dann könnt ihr einfach ein neues Capture auswählen, einfach hier auf den Button klicken. Weil ich habe das erste eben auch weggeklickt, weil ich unmöglich erkannt habe, was da auf dieser Hausnummer stand. Aber hier glaube ich es zu erkennen. Ihr müsst die Zahlen alle hintereinander eingeben, die hier und die. Und dann klickt ihr Enter. Das war richtig. Wir klicken auf Sofort Weiterleitung und kommen zu sharelinks.biz. Ja. Und hier habt ihr lauter Zahlen, Buchstabenkombinationen aller Schiffe versinken. Und im Hintergrund seht ihr immer eine dieser Kombinationen großschattig hervorgehoben. Da steht jetzt E1. Jetzt suchen wir uns E1. Da ist E1 und klicken drauf. Je nachdem, was da steht, müsst ihr dann halt auf die richtige Stelle klicken. Und hier haben wir das, was wir haben wollen. Fünf verpackte Pakete, die die deutschen Dateien der drei Spiele enthalten. Die müsst ihr euch jetzt nacheinander runterladen. Dazu klickt ihr zum Beispiel jetzt beim ersten Paket auf Download und seht hier kostenlos Premium. Wer, wie gesagt, wer schon mal irgendwo im Internet bei so einer Share-Seite was geladen hat, der kennt das. Und wer hat schon einen Premium-Account? Wer bezahlt dafür schon Geld? Deshalb klicken wir natürlich auf kostenlos und freuen uns, denn wir dürfen wieder ein Capture angeben. Captures machen so viel Spaß. Aber ich glaube, das kriege ich hier gerade so noch hin. Keine Angst, das Zeitlimit links. So schnell müsst ihr es nicht eingeben, aber ihr könnt es erst überprüfen, wenn das Zeitlimit runter ist. Damit wollen sie einen ärgern, von wegen, du bist ja ein kostenloser User. Bei dir dauert das am längsten. Dann klickt ihr auf Capture überprüfen, das war gut, und ihr dürft nochmal 30 Sekunden warten, weil es so wunderschön ist. Ich muss aber sagen, als ich das damals gemacht habe, hat es ewig gedauert, bis ich alle fünf Pakete gedownloadet habe. Und als ich diesmal getestet habe, beziehungsweise mir alle runtergeladen habe, ging es richtig schnell. Also die scheinen ihren Internet-Speed ein bisschen verbessert zu haben. Hängt natürlich auch so ein bisschen von eurer Leitung ab, aber diesmal habe ich alle innerhalb von einer Stunde gehabt. Damals habe ich, glaube ich, 2, 3 Tage gebraucht. Also jeden Tag habe ich mir 2, 3 Pakete runtergeladen. Dieses Paket hat, glaube ich, 2 Stunden gedauert. Aber diesmal ging es recht fix. So, alle Captures haben gestimmt und finally, wir können den Download starten. Das sind 5 Pakete. Es bringt euch erst was, wenn ihr wirklich alle 5 habt. Also schön, alle 5 downloaden in diesem Fall. Und dann hier wieder zurückgehen, wenn ihr jetzt das erste gedownloadet hättet, aufs zweite klicken. Falls ihr diesen Tab offen habt und ihr klickt drauf und hier steht was von ist abgelaufen oder bla bla, dann müsst ihr diese Seite hier nochmal erneut aufrufen und dann sollte das klappen. Und dann auf den zweiten oder den dritten Link klicken, was auch immer ihr noch braucht. Wenn das auch nicht klappen sollte, wenn da immer noch was rummeckert, dann klickt ihr einfach nochmal ganz neu hier drauf.
gebt wieder Captures ein, kommt wieder auf die Seite, wo ihr diesen Schiffe versenken Buchstabenkombination klicken müsst, bis ihr wieder hier landet. Spätestens dann sollte es klappen, aber ich glaube nicht, dass es so viele Probleme gibt. Ich bin immer ganz gut gefahren, einfach hier diese Seite mal zu aktualisieren und dann ging das alles wieder ganz gut. Ich bin mir sicher, ihr kriegt das hin, wenn ihr wollt. So, damit haben wir jetzt alle Dateien gesammelt und ich habe ja schon mal natürlich wieder was vorbereitet hier. Und das sind sie. 1, 2, 3, 4 und 5. Um diese Dateien zu entpacken, klickt ihr einfach auf das erste Paket und macht Entpacken. Dann werdet ihr nach einem Passwort gefragt und das ist das, was ich euch am Anfang gezeigt habe, nämlich schote.biz und schon wird alles entpackt. Und dann habt ihr wunderbare drei Ordner mit den deutschen Dateien. Denn genau das ist, was ihr haben wolltet. Und das ist der erste Schritt, dieses zu downloaden, diesen Download-Prozess hinter sich zu kriegen. Ist anstrengend, aber ich muss wirklich sagen, ich finde es super, dass es so eine Seite gibt. Ich habe die auch vor kurzem erst entdeckt. Dadurch ist auch das Let's Play in Deutsch möglich geworden, das ihr vielleicht schon bei mir gesehen habt. Und ja, was uns jetzt interessiert an unserem Beispiel ist der Ordner Thief 2 The Metal Age Deutsch Patch. Ja, und jetzt wird es weiter komplizierter. Wir werden jetzt uns einen Ordner anlegen und zwar egal wo, könnt ihr euch irgendwo auf eurer Festplatte oder auf euren Festplatten irgendwo einen Ordner anlegen. Bei mir ist das hier. Ich habe mir hier einen Ordner angelegt, der heißt Thief 2 Deutsch. Da ist nichts drin. Wichtig. So, jetzt, nachdem ihr diesen Ordner angelegt habt, wie auch immer er heißt, der kann auch einfach neuer Ordner heißen. So, jetzt, nachdem ihr diesen Ordner angelegt habt, klickt ihr hier auf diese Exe Deutsch Patch. Und müsst dann wieder bestätigen, ja, dass ihr das zulassen wollt, denn die Exe startet. Und da seht ihr schon Thief 2 The Metal Age. So. Da sagt ihr dann, ja, ich bin mit den Lizenzbedingungen einverstanden, bla bla. Und dann müsst ihr einfach dem Programm sagen, wo ihr diesen Ordner erstellt habt, was ich euch gerade gezeigt habe. Das ist bei mir auf der G-Festplatte, hier bei Thief Deutsch. Da sagt ihr dann okay. Und dann führt ihr die Exe aus. Klickt auf Weiter. Und damit haben wir den zweiten Schritt erfüllt. Was jetzt ganz, ganz wichtig ist. Ich habe es euch schon mal im letzten Video bei den Grafikpatches und Modifikationen gesagt. Bevor wir diesen Vorgang des Umpatchens in Deutsch jetzt vornehmen, macht unbedingt eine Sicherung eures kompletten Thief-Spielerordners. Das ist hier bei mir jetzt Thief 2 Sicherung. Ganz, ganz wichtig. Also es ist noch eine ganze Ecke wichtiger als bei den Grafiksachen, weil hier noch mehr schief gehen kann und ihr so immer einen ganz einfachen Weg habt, einfach die vorherigen Dateien wiederherzustellen. Das haben wir erledigt und jetzt schauen wir uns unseren Ordner an, der eben noch leer war, wo wir aber den Deutsch-Patch drauf angewendet haben. Hier sehen wir jetzt Thief 2 und haben hier Dateien. Das sind die deutschen Dateien, die wichtig sind. Die hat die Exe jetzt hier reingepackt quasi. Wir hätten den Patch quasi auch direkt auf den Spielerordner anwenden können, das hätte aber nichts gebracht, weil die modernen Betriebssysteme da irgendeinen Schreibschutz haben, der verhindert, dass die Dateien ordentlich überschrieben werden. Deshalb mussten wir die jetzt erstmal in so einen leeren Ordner packen. So, jetzt öffnet ihr wieder euren Spieleordner, wo das Spiel drin ist. Wir kennen das hier noch, Thief Demonstration. Und jetzt müsst ihr alle Dateien in diesem Spieleordner löschen, die ihr auch in diesem gepatchten Ordner findet. Denn einfach überschreiben, wie gesagt, funktioniert nicht. Und daher müssen wir jetzt alles löschen. Wir fangen mal an mit Großuser. Da gehen wir wieder im Spieleordner und löschen Großuser. Weiter geht's mit Textures und Strings. Wieder in den Spielerordner. Es ist ein Hin und Her jetzt. Textures und Strings. Löschen. Jetzt machen wir Object CRF und Interface CRF. So, wo seid ihr, meine Freunde? Object CRF löschen. Und Interface CRF ist hier groß geschrieben, aber ist dieselbe Datei. Löschen. Jetzt noch Install und Dark Inst löschen. Da haben wir einmal Install, ist eine CFG-Datei. Genauso Dark Inst. Da habe ich hier zwei stehen, einmal mit CFG und einmal ohne. Beide sind aber CFG-Dateien. Hier steht es nur einmal im Namen drin. Beide haben auch den identischen Inhalt, aber ich lösche einfach die hier, weil die in dem Deutsch-Patch auch keine Endung in dem Namen hat. Ich weiß nicht, ob es egal ist, aber ich mache das einfach so und es klappt auch. Und jetzt haben wir noch Books. Die Datei ist aber im englischen Ordner nicht drin, daher brauchen wir da nichts löschen. Jedenfalls nicht in dem Hauptverzeichnis. Und wir haben hier die Movies. Die Movies sind natürlich die Cutscenes. Da löscht ihr einfach gleich alle Cutscenes. Und Res löscht ihr einfach
diese Dateien raus. Ich zeige es euch, das ist ganz einfach jetzt. Die Movies, da löschen wir jetzt einfach alle Cutscenes, die englischen Cutscenes, raus. Und bei Res löschen wir all diese Dateien außer DDFix, weil der ist in dem Patch nicht drin, also lassen wir die Datei hier einfach mal stehen. Das sind hier 14 Dateien und drüben im Patch habt ihr genau die gleichen 14 Dateien nochmal. Löschen. So, und jetzt können wir diese Dateien, die hier in diesem Patch-Ordner drin sind, alle rüber kopieren an die Stellen, wo sie hingehören. Ganz, ganz wichtig, kommt bloß nicht durcheinander, weil ihr irgendwann, wenn ihr jetzt alles löscht und macht und tut, dann sehen auf einmal beide Reiter, die wir hier offen haben, manchmal gleich aus. Kommt bloß nicht durcheinander. Ganz ruhig und immer gucken, auf welchem Pfad seid ihr hier oben gerade und so weiter. Das ist aber jetzt ziemlich einfach, weil all das hier muss ins Hauptverzeichnis. Und das, die Filme, müssen in den Movies-Ordner und dieses muss in den Res-Ordner. Fangen wir mal hiermit an. Das kommt drüben in den Res-Ordner, wo wir ja eben schon gelöscht haben, so, reinkopiert. Dann, jetzt bin ich aus Versehen rausgesprungen, der Movies-Ordner. Da werden wir jetzt die deutschen Cutscenes reinkopieren. Direkt rein damit. Es geht auch sehr schnell, weil es bei mir auf derselben Platte liegt alles. Und jetzt fehlt nur noch das, was im Hauptverzeichnis liegt. Da nehmt ihr jetzt euch mal alles außer Install und Dark Inst. Und kopiert das rüber ins Hauptverzeichnis, wo euer Spiel liegt. Einfach hier hinklicken irgendwo und dann zack. Und dann seht ihr schon, alles ist blau. Ist jetzt blau umrahmt, was ich gerade reinkopiert habe. Es kopiert sich alphabetisch automatisch an die richtigen Stellen ran. Je nachdem, wie ihr die Ordnung in eurem Ordner habt, ist aber auch egal. Es kopiert sich jedenfalls hier schon ins Hauptverzeichnis rein. Und jetzt kommt das Einzige, was richtig kompliziert ist am Schluss. Wo ich gerade auch nochmal getüftet habe, wo ich es getestet habe. Ihr könntet jetzt Install und Dark Inst direkt reinkopieren. Wir müssen aber an diesen Dateien noch was verändern. Das können wir jetzt machen, bevor wir sie rüberkopieren. Ihr könnt sie aber auch reinkopieren und dann sie öffnen in dem Spieleordner und sie dann modifizieren. Ich zeige euch das mal. In diesem Ordner müsst ihr angeben, wo euer CD-Laufwerk ist, auch wenn es an sich Unsinn ist, weil der New Dark Patch sorgt ja dafür, dass man ein Spiel ohne CD spielen kann, aber egal, wir machen es. Ihr müsst angeben, was euer CD-Laufwerk ist, das ist bei mir im Falle D. Und dann müsst ihr sagen, auf welchem Pfad liegt euer Spiel, den Pfad angeben. Ich zeige es euch mal, falls ihr davon gar keine Ahnung habt. Da geht ihr einfach mal in den Spielordner und sucht euch eine Datei raus, klickt mit dem Rechtsklick drauf und dann habt ihr die Eigenschaften und dann seht ihr den Pfad. Das ist euer Spielepfad hier. G, Laufwerk G, das ist bei mir auf Laufwerk G. Und dann Programme, Thief, Demonstrationen. Und diesen Spielepfad kopieren wir jetzt mal. Das müsste klappen mit dem Kopieren. Und gehen jetzt zu unserem Patch-Ordner. Und diesen Pfad müsst ihr jetzt über alles rüberschreiben, wo der falsche Pfad steht. Hier zum Beispiel Installationspfad. Der ist bei mir nicht C-Programm-Files x86, der ist bei mir G-Programme-Thief-Demonstration. Und so weiter geht's. Der Res-Name-Base, der will jetzt wissen, wo all diese Ordner sind. Das ist wichtig, damit das Spiel nachher überhaupt startet und funktioniert. Das ist hier der Pfad. Immer bis zu Thief 2 geht der Pfad von C an, das ist der Pfad. Da überschreibe ich mit meinem Pfad. Und hier geht's wieder weiter. Res plus. Hier ist wieder der falsche Pfad, den überschreibe ich jetzt. Dann die nächste Zeile, Load Path. Auch das hier, das müsste ganz genau sein hier, damit es genau hinhaut. Das ist wieder der falsche Pfad, da schreibe ich wieder meinen drüber. Ist das jetzt richtig? Ich gucke nochmal. Ja, das war richtig. So, und jetzt haben wir hier wieder den falschen Pfad. Auch da werde ich wieder meinen rüberschreiben. Jetzt kommt Script Module Path. Also ihr merkt, es ist im Grunde die ganze Zeit das gleiche, aber ihr müsst genau hingucken, damit ihr nichts verändert, was nicht der falsche Pfad ist. Zum Beispiel das Plus hier in der Mitte auf einmal rausnehmt oder so, dann könnte sein, dass es nicht mehr funktioniert. Wieder der falsche Pfad. Immer schön abändern. So, und jetzt kommen wir zum letzten Pfad, dem Cutscene-Pfad. Hier muss man ein bisschen aufpassen, weil es eine Sache mehr gibt, die man beachten muss. Also erstmal hier wieder den falschen Pfad nehmen, ersetzen. Movies plus bleibt wieder so. Und hier wieder den falschen Pfad ersetzen. Aber nicht hier hinten das Movies wegnehmen. Genau. Und dadurch, dass ich das jetzt hier verändert habe, weiß das Spiel genau, wo, auf welchem Laufwerk, wo muss ich auf die Dateien zugreifen, wo liegen diese Dateien. Und so funktioniert jetzt das Spiel. Jetzt gibt es noch eine Kleinigkeit.
Es könnte sein, dass die Cutscenes nicht abspielen auf einmal. Das könnte daran liegen, oder es war bei mir mal so, dass der Ordner für die Cutscenes heißt Großmovies. Und hier in dieser Datei heißt da Kleinmovies. Falls das so der Fall ist, ändert ihr das einfach. Schreibt es Großmovies. So, das speichert ihr jetzt. Ich wundere mich gerade, warum hier das Laufwerk, wo die CD drin ist, noch nicht verändert war. Hatte ich das vorher nicht verändert? Ist egal. Also nicht vergessen, hier oben muss euer Laufwerk, CD oder DVD-Laufwerk angegeben werden. So, jetzt haben wir die Datei komplett modifiziert, so wie wir sie haben wollen. Und das speichert ihr. Genau, ist perfekt modifiziert. So, jetzt haben wir hier noch die Install-Datei, die ist im Grunde genau dasselbe. Daher müsst ihr das nicht nochmal alles kleinlich machen, sondern ihr kopiert komplett mit diesem kleinen Pfeil hier, der hier unten ist. Den verändert ihr nicht, kopiert. Ihr kopiert komplett den Inhalt und überschreibt den hier rüber. Dann braucht ihr nicht nochmal kleinlich alles ändern, sondern einfach nur überschreiben, speichern. Und jetzt nehmt ihr Dark Inst und Install-Datei und kopiert sie in euren Spieleordner, in das Hauptverzeichnis. Ihr seht, die bleiben bei den blau eingerahmten Dateien sind jetzt rüber kopiert. Und jetzt sollte das Spiel komplett übersetzt sein und laufen. Und das testen wir gleich mal, indem wir Thief 2, die Echse, starten. Und siehe da, das Menü erstrahlt in Deutsch. Wir haben jetzt genau die Spieldatei modifiziert, die ihr auch in den anderen Testvideos gesehen habt. Also das hier war eben noch alles Englisch. Jetzt machen wir mal ein neues Spiel, damit ihr das auch seht. Cutscenes spielen ab, wunderbar. Vertrauen bedeutet den Starken Schwäche, doch den Schwachen Stärke. Cutscene ist Deutsch. Die Missionsziele sind in Deutsch. Ich habe das Schloss an der Seitentür für dich geknackt, Garrett. Das ist der beste Weg hinein. Und die Sprache ist Deutsch. Nun kann es sein, so wie es bei mir der Fall ist, dass. Ich sollte einen Blick auf die Karte werfen. Dass durch diesen Patch-Vorgang, wenn ihr vorher die Grafik-Patches installiert habt, einmal das NTEX Texture Pack überschrieben wird und das Thief Enhancement Pack. Das muss die Tür sein, die Basso erwähnt hat. Wunderbar, der Butler hat heute Nacht frei. Er hat das Licht brennen lassen. Die beiden wurden überschrieben, man sieht's. Das ist nicht schlimm, ihr könnt jetzt einfach nochmal neu drüber installieren. Oder wenn ihr ganz gut seid und nicht genau die Reihenfolge gemacht habt, die ich in meinen Videos vorgegeben habe, dann installiert ihr einfach erst diesen Deutsch-Patch. Patcht das Spiel erst auf Deutsch und haut dann erst alle grafischen Modifikationen drauf. Der Himmel und das Wasser sind erhalten geblieben. Ich habe das vorhin schon mal getestet. Die muss ich nicht nochmal machen. Wie man sieht, alles wunderbar. Ihr müsst nur halt nochmal die Texturen der Umgebung und der Gegenstände erneuern, falls ihr das so haben wollt. Und ja, das war vorerst mein letztes Technikvideo zu den alten Thief-Spielen. Ich habe aber im letzten Teil noch was vergessen bei den grafischen Modifikationen und daher gibt es jetzt nochmal einen ganz kleinen Nachtrag. So Leute, willkommen nochmal zu meinem kleinen Nachtrag der grafischen Modifikationen. Ich habe ganz vergessen, als ich letztens das Video hochgeladen habe, was ich unbedingt schnell oben haben wollte, euch zu zeigen, wie man Bloom einstellt. Das ist dieser Leuchteffekt, wo alle Leuchtquellen so einen verstärkten Strahleffekt haben. Wenn man den möchte, es kann ja auch sein, dass ihr sagt, nee, das brauche ich nicht. Aber wer es haben möchte, weil ich finde, das macht, das wertet die Grafik nochmal so ein bisschen auf. Der muss hier in seinen Thief-Ordner gehen und die Datei cam-ext öffnen. Einfach doppelklicken, das ist eine Textdatei, die öffnet sich. Da kann man allerhand einstellen, noch Sachen, die man im Spiel vielleicht nicht unbedingt modifizieren kann. Unter anderem kann man hier auch den Bloom aktivieren. Wenn ihr aber einen ganz alten Rechner habt, dann wird es vermutlich Probleme geben, da Bloom ordentlich Leistung zieht. Also das merke ich bei meinem modernen Rechner jetzt nicht mehr. Aber damals bei meinem 1,6 GHz, 2 GB RAM und so weiter, da hatte ich schon keine 60 Frames mehr, muss ich sagen. Mit dem Himmel, mit allen grafischen Modifikationen. Wenn ich dann noch Blume eingestellt habe, das war eben zu viel. Alles andere lief vorher flüssig. Aber wenn ihr einen einigermaßen modernen Rechner habt, dann ist das kein Ding und macht das Spiel noch ein bisschen schicker. Also wie gesagt, das scrollt ihr hier so ein bisschen runter und scrollt wie ich nicht vorbei. Denn hier ist es schon. Post-Processing Bloom. Das ist ganz wichtig. Hier habt ihr Post-Process 1. Davor ist ein Semikolon. Das müsst ihr einfach entfernen. Und wenn ihr jetzt das Spiel speichert, ja, dann habt ihr Bloom aktiviert.
Ihr könnt diesen Bloom-Effekt noch modifizieren. Einmal habt ihr hier den Intensity Factor. Also je nachdem, wie hoch ihr diese Zahl einstellt, desto greller und stärker ist der Bloom-Effekt. 5 ist Standard. Und ja, ihr könnt da mal ein bisschen rumprobieren, wenn wir mal das Spiel starten, das mal wieder ändern. Einfach hier ändern und die Datei speichern und schon wird das im Spiel anders dargestellt. Dann habt ihr noch den Bloom Glow Radius. Und zwar, das ist so ein bisschen so ein Überstrahleffekt, so über die Grenzen des Leuchtobjekts hinaus, sage ich mal. Also damit müsst ihr ein bisschen rumprobieren. Ich habe den bei mir recht niedrig eingestellt, auf 0,7. Also richtig schön mit Kommazahlen könnt ihr hier arbeiten. Nicht nur 1, 2, 3, sondern auch 1,1, 1,2. Das ist immer so ein bisschen höher oder tiefer. Oder 0,9, 0,8. Müsst ihr alles mal ein bisschen rumprobieren. Nicht nur mit ganzen Zahlen, weil das immer gleich ein größerer Abstand in der Einstellung ist. Ich werde noch in die Beschreibung posten, wie die Bloom-Settings in meinem Let's Play sind. Und ja, ansonsten könnt ihr da gerne selber rumprobieren. Dann gibt es noch Bloom-Saturation, das ist die Sättigung. Je nachdem, ob ihr wollt, dass es so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen Farbe hat, das Licht, und nicht so grell hell ist. Weil wenn ihr das ganz niedrig einstellt, dann ist es nur so ein ganz helles, weißes Licht. Und desto höher ihr das macht, desto eher hat es einen leichten Gelbton, wirkt so ein bisschen wärmer. Das müsst ihr ganz nach euren Belieben einstellen hier, Bloom Saturation. Und dann gibt es noch den Bloom Threshold. Da wird es schon erklärt hier, wenn ihr den niedrig einstellt, werden viele Oberflächen Bloom ausstrahlen. Wenn ihr den aber hoch einstellt, dann werden nur die sehr, sehr, sehr hellen Flächen Bloom-Effekte zeigen. Also je nachdem, wie ihr es wollt, wollt ihr mehr, dass das Spiel mehr helle Effekte hat, oder wollt ihr, dass nur wirklich die ganz, ganz hellen Flächen so ein bisschen strahlen, so ein bisschen Blumen ausstrahlen, dann könnt ihr das hier modifizieren. Das ist hier diese ganze Blumenabteilung und das hier war nur zum Einstellen. Also müsst ihr einfach mal rumprobieren, wenn ihr Bock habt, das einzustellen. Und ansonsten bedanke ich mich für alle, die hier zugesehen haben. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen beim Umpatchen, beim grafischen Aufmotzen und so weiter. Und wir sehen uns dann wieder im Let's Play, würde ich sagen, bei Let's Play Thief 2 The Metal Age. Ich bin euer Chris. Wir sehen uns, Leute. Bis dann.